Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Jokecraft. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge eurer Einsendung. Heute gibt es wieder einen Escape Room. Heute in Folge 67 von Germanboy33 eingesendet. Er schreibt darüber, dies ist mein kleiner Escape Room, der auf Herz und Nieren geprüft worden ist. Das heißt, es sollte hoffentlich keinen sogenannten Self-Lock geben, sprich einen Zustand, in den man gerät, sodass man den Escape Room nicht mehr schaffen kann. Escape Room bedeutet, wir müssen gleich irgendwie versuchen, Rätsel zu lösen und auszubrechen. Und das mal, gibt meistens eine kleine Story, das schauen wir uns mal gleich in Ruhe an. Aber wie immer, kurz vorweg die kleine Warnung. Ich werde jetzt versuchen, diesen Escape Room zu lösen in den nächsten 20 Minuten. Also maximal 20 Minuten nehme ich immer Zeit dafür. Und vielleicht, je nachdem, manchmal ein bisschen länger, manchmal ein bisschen nicht weniger länger Zeit, je nachdem, wie gut ein Escape Room ist. Ihr habt jetzt schon die Möglichkeit, den Escape Room zu downloaden. Einen Link findet ihr in der Videobeschreibung. Versucht ihn gerne selber zu lösen. Und ansonsten kommt bei mir mit auf den Versuch, diesen Escape Room zu lösen. Hier geht es zum Warten. Das heißt, da kann man sich dann quasi angucken, wie der Escape Room aufgebaut ist. Ja, dann auf geht's. Jokecraft Hat, Player's Hat und kleine Tipps. Und wichtig, ist es zwar das gleiche Buch? Ja, okay, ist zwar das gleiche Buch. Wunderbar. Hallo, The Jokecraft und andere. Dies ist mein erster gebauter Escape Room. Man kann sich nicht self-locken. Self-locken, das ist richtig geschrieben, ne? Ich habe gerade self-locken gelesen. Self-locken, das ist eigentlich richtig geschrieben. Das sieht trotzdem cool aus, wenn man es mal geschrieben hat. Die Map wurde auf Fehler geprüft, sie ist fehlerfrei. Ich kann jetzt ganz schlechten Witz machen. Nein, ihr könnt euch denken, welchen Witz ich jetzt machen werde. Ach, immer diese Deutschstudenten. An einen Rest wurde auch gedacht. Okay. Diesen muss man nicht selbst ausführen. Ein Reset. Oh Gott, ich kann nicht lesen. Das ist mein Problem. Regel. Map nicht als Euro ausgeben. Viel Spaß und Erfolg. Okay. Tipps lassen wir mal liegen. Die nehme ich mal hier ins Inventar. Los geht's. Escape Room startet. Du bist gefangen. Finde den Ausweg. Ich liebe immer Stroboskoplicht. Okay. Du bist gefangen, finde den Ausweg. Ja. Yeah. Ja, sowas. Oh. Okay. Aha. Also schon mal spannend, Leute. Ah, ich wurde teleportiert. Hä, aber ich wollte gerade da runtergehen. Ich wollte deshalb nicht runtergehen, weil ich dachte, da ist noch irgendwas. Sehr dunkel ist es. Ich muss mir leider, glaube ich, einmal Night. Da ist eine Kiste. Aha, dachte ich mir schon was. Stein. Was? Ich wurde schon wieder teleportiert. Geheimgang. Aber jetzt bin ich wieder hier.
Oh, ich sehe gar nichts, Leute. Ich sehe null. Ich brauche einmal ganz kurz. Ich sehe nichts. Da muss ich rein. Okay. Mhm. Was? Habe ich gewonnen? War's das? Hä, habe ich gewonnen? Moment. War das jetzt tatsächlich das Ende? Hä? Never. Ich glaube, das war ein Fail. Was? Was zum Kuckuck? Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, was hier los ist. Ich bin jetzt komplett... Das sah nicht gewollt aus. Das dachte ich mir. Das sah irgendwie... Ah, da steht Kill drin. Warum ist hier ein Kill-Command? Das ist doch 100 Pro ein Self-Lock. Warum? Man respawnt ja auch an der falschen Stelle und man verliert alle seine Items. Das sah nicht gewollt aus. Ich werde teleportiert, noch bevor ich die Möglichkeit habe, irgendwas zu machen mit dem Item. Okay, alles klar. Okay, ich habe keine Ahnung wie, aber ich habe es geschafft. Vielleicht habt ihr eine Ahnung wie. Okay, wie seid ihr durchgekommen? Bin mal echt gespannt. Schreibt es in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bis bald und ciao, Leute.